Ja, am Ende des Videos sollte klar sein, wie extrem und gefährlich die bürgerliche Revolution des Dr. Markus Krall ist. Und die Frage auch besprochen werden, ja, was ist mit Fridays for Future los? Also Wahnsinn, also muss man gehen wir Schritt für Schritt vor, ja? Also, Dr. Markus Kralls bürgerliche Revolution, sein Konzept, das bei mir rauf und runter läuft. Also, wenn man sorgfältig arbeitet, hört man sich sowas natürlich stundenlang an und entdeckt natürlich immer mehr Fehler in diesem Konzept, ja, und große Irrtümer in diesem Konzept. Ja, also Dr. Markus Krall sozusagen, ja, ist deswegen auch schon mal ein Aspekt, warum er so gefährlich ist, weil sozusagen viele Leute darauf reinfallen können, weil es so, ich habe es ja im gestrigen Video erklärt, was die Linksextremisten und Rechtsextremisten anbieten. Das ist nicht wirklich gefährlich, weil das durchschaut jeder. Das sind die Menschen erschießen, also die Linke, die ja bekannt geworden ist in den letzten Tagen mit dem Thema Reiche erschießen, die das 1% der Reichen erschießen und so weiter, ja. Darauf wird sich die Gesellschaft nie wieder einlassen, auf sowas Verrücktes wie eine gewaltsame Revolution, die dann wieder zu Tyranneien führt und so weiter und so weiter. Ist nicht gefährlich. Auch das Rechtsradikale. Ich glaube nicht, dass irgendwie die Gesellschaft es nochmal zulassen wird, dass irgendjemand wieder die Demokratie ganz abschafft und eine Führerdiktatur herstellt. Also die Rechtsradikalen wollen eine Diktatur, die Linksradikalen wollen eine Diktatur, auch wenn sie was anderes behaupten. Aber am Ende läuft es automatisch immer auf eine tyrannische Diktatur raus. Denn die ganze Motivation des Linksextremen und des Rechtsextremen sind beides verbrecherische Grundmotivation. Aber Dr. Markus Kralls Konzept kommt so scheinbar rational daher und deswegen ist es so extrem gefährlich. Es könnte sich einschleichen, sozusagen in die Psyche der Menschen und die könnten diesen Irrtümern auf den Leim gehen, weil, wie gesagt, dem Irrweg von Revolution und Linksradikalität, da wird die Menschheit nicht mehr drauf reinfallen. Genauso auf den Irrtum der Rechtsradikalität und des Führertums, da wird auch niemand mehr drauf reinfallen. Da besteht keine wirkliche Gefahr, ja. Aber neue Theorie wie oder neues Verfassungsvorschlag, so ein neuer Verfassungsvorschlag wie der von Dr. Markus Krall, ist halt extrem gefährlich, weil darauf könnten die Leute reinfallen und dann würde es ganz viel schlechter werden. Am Ende wäre es nicht so schlimm wie eine tyrannische Revolution sozusagen, aber es wäre trotzdem unendlich gefährlich und das will ich aufzeigen, ja. Ja, fangen wir doch erst einmal da an, dass wir uns nochmal erstmal die Bilder anschauen. Hier geht es darum, um nochmal klar zu machen, wo wir herkommen. Wir Menschen sind ja nichts anderes als Tiere. Ja, alles andere ist antinaturwissenschaftlicher Quatsch. Wir sind, Jared Diamond hat uns genannt, den dritten Schimpansen. Ja, also Schimpansen, wir gehören so in den Bereich Schimpansen-ähnliche, Gorilla-ähnliche, Bonobo-ähnliche, Orang-Utan-ähnliche sozusagen. Das sind wir. Und hier sieht man das, wo wir herkommen. Intensivster Körperkontakt zwischen Mutter und Kind, eine Liebe, eine Entspanntheit, eine Zärtlichkeit. Und diese Zärtlichkeit ist es eben, die dazu führt, dass eigentlich unter Naturbedingungen sozusagen jetzt dieser Liebesakt zwischen Mutter und Kind erzeugt quasi, wenn er so total ist und so unverklemmt und so ungehindert und so ungehemmt, erzeugt er eine natürliche
natürliches Signal im Körper der Mutter, aha, es ist ein Baby da, Empfängnisbereitschaft, bitte abschalten. So verhindern eigentlich hochentwickelte Säugetiere eine Überbevölkerungsgefahr. Und ich habe ja erwähnt, dass die hochentwickelten Säugetiere und die naturnäheren Völker eben noch dass die zweite Möglichkeit haben, bevor die Gefahr besteht, dass irgendwie die Gruppe geschädigt wird oder bevor man sich an solche verrückten Dinge macht, jedenfalls für Bonobos verrückte und für Menschen verrückte Dinge macht, dass man mit den Nachbarn Kriege anfängt wegen irgendwelchen Ressourcen oder wegen Nahrungsknappheit. Davor setzt man dann lieber einfach Neugeborene aus und überlässt sie einem möglichst, hoffentlich möglichst schmerzlosen Tode und so weiter. Und das sind die natürlichen Geburtenkontrollmechanismen, die unsere Gesellschaft, unsere kranke Zivilisation, die alle auf der freien Marktwirtschaft, diese Krankheit beruht, diese kranke Kultur und Zivilisation, diese denaturierte Kultur und Zivilisation, die sich für was Besseres hält als die Natur, in Wirklichkeit weit hinter der Natur zurückfällt, sozusagen. Ja, also bei uns macht man wegen Nahrungsknappheit, macht man Kriege, die Millionen Menschen töten, anstatt mal ein paar Kinder auszusetzen, wodurch es gar keine Hungersnot gibt. Ne? Also unsere, und das hat alles die freie Marktwirtschaft, das Dr. Markus Kraldi ja so verherrlicht, diesen Liberalismus oder Neoliberalismus oder ja, libertäre Einstellung oder wie auch immer die das nennen. Also dieser Traum der freie Markt hat in den letzten 400.000 Jahren alle natürlichen Mechanismen der Welt zerstört und hat uns die Kriege gebracht und das alles Leid dieser Welt gebracht. Alles, was Sie, wenn Sie an die Welt denken und alles, was Sie an Leid sehen, praktisch alles Leid hat die freie Marktwirtschaft gebracht, die freie soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus oder die freie soziale Marktwirtschaft. Das hat, also das, was Dr. Markus Krall im Grundgesetz verankern will, hat unser aller Leben zerstört. Ja, was weiter? Also, das heißt, die Natur ist viel weiser als so ein dummes, tragisches Konzept der freien sozialen Marktwirtschaft, das unser aller Leben zerstört hat. Die Lebewesen, die hochentwickelten Säugetiere, die menschenähnlichen, haben sich evolviert in Richtung immer stetig wachsender Friedlichkeit. Die Bonobos haben eine der höchsten Stufen der Friedlichkeit erreicht und die Menschen dann die allerhöchste Stufe, den Vollpazifismus erreicht sozusagen. Sind also von genetischer Natur aus vollpazifistisch und wenn es nicht die schreckliche freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall gegeben hätte in den letzten 400.000 Jahren, wären wir auch heute noch pazifistisch. Ja? Also das heißt, das, was Dr. Markus Krall etablieren würde, würde also die Kriegsgefahr gerne im Grundgesetz verankern würde oder in der neuen Verfassung verankern würde, nämlich die freie soziale Marktwirtschaft, das würde dann die Kriegsgefahr wieder drastisch hochtreiben. Ja? Das heißt also hier die Natur, also Kriegsverhinderung durch Geburtenkontrolle, durch intensiven Stillkontakt, der die Empfängniswahrscheinlichkeit drastisch reduziert und zu großen Geburtenabständen zwischen den einzelnen Kindern führt, das verhindert Überbevölkerung und die Fähigkeit, statt eines Krieges, in dem Hunderttausende sterben oder zig Individuen der verschiedenen Gruppen sterben, lieber einige Kinder aussetzen direkt nach der Geburt, und dann, so wie es die EPO auf Neuguinea machen, dann besteht kein Grund für irgendwelche gewaltsamen Auseinandersetzungen, weil die Hungergefahr dann so gebannt ist. Ne? So, dann schauen wir mal weiter. Ja gut, wir können das ja mal löschen, das ist ja alles so viel Bilder.
So, dann haben wir hier zum Beispiel, ja, das ist, zeigt uns noch einmal, was für, das ist eine naturnähere Kultur sozusagen, mit, da sieht man diese unglaubliche Schönheit sozusagen, und das ist das, was wir früher genossen haben. Bei uns sind ja die meisten Menschen, auch die meisten jungen Frauen, sehen irgendwie krank und hässlich und verpickelt und was auch immer aus, weil unsere krankmachende, frei sozial marktwirtschaftliche Ernährungsindustrie uns ja so krank macht und so vergiftet, dass die meisten Menschen zerstört sind. Und jetzt, aber man sieht, dass diese Kultur hier auch schon Handel betrieben haben muss, also freie Marktwirtschaft schon erfunden haben muss, sonst gäbe es sowas Verrücktes wie diesen Halsschmuck nicht. Ne? Denn das sind also, da müssen ja schon Händler Moden erzeugt haben und es muss schon Modediktate geben und Modeterror erzeugt worden sein. Denn es gibt nichts Schöneres als den natürlichen, völlig ungeschmückten Körper. Der durchtrainiert ist und topfit ist und so weiter. Und hier dieses Schmuck, das weist schon darauf hin, dass hier schon die Händler am Werk sind, ja, und das menschliche Leben schon zerstören, ja. So, dann schauen wir weiter. Ja, hier sieht man ein bisschen von der Gruppe, allerdings schade, dass die, für unsere Augen sind die Buschleute aus Afrika natürlich nicht die hübschesten sozusagen. Also, aber auch, wenn man da die jungen Frauen sieht und die jungen Männer, dann sind die schon auch sehr attraktiv. Das sind ja auch dann teilweise sehr alte Menschen. Ja, also zum Beispiel gerade bei so Kalahari-Buschleuten in der Kalahari in Afrika, ja. Da gibt es eben viele Frauen, dadurch, dass die Frauen da auch noch ziemlich lange stillen, auch nicht mehr Natur, auch dort ist schon die Spur des Tauschhandels zu sehen, der Fluch der freien sozialen Marktwirtschaft, des Dr. Markus Krall schon zu sehen, denn warum sonst tragen die Kleidung? Es ist doch heiß, ja, warum tragen die Kleidung? Da muss also schon der Einfluss der freien sozialen Marktwirtschaft mit ihrer Zerstörung des natürlichen muss da sein. Warum tragen die Kleidung bei der Hitze, wo sie Millionen Jahre keine Kleidung getragen haben und wunderbar damit ausgekommen sind? Also das heißt, also weil die Haut ja völlig an diese Sonneneinstrahlung angepasst ist. Also hier ist schon was unnatürlich. Hier müssen schon wieder Kleidungshändler eine Rolle gespielt haben, die sozusagen neue verklemmte Moralen erzeugt haben. Bedecke dich und du musst dich bedecken und so weiter. Dabei ist der Mensch kein Tier, außer dem Menschen zieht sich was an. Das ist völlig unnatürlich. Ja? Also hier und das bei dieser Hitze. Ne? Ja? Und der Naturzustand wäre FKK, Freikörperkultur wäre der Naturzustand. Ja? Und deswegen, vielleicht sehen sie auch deswegen nicht ganz so hübsch aus, wie sie wären, wenn sie nicht schon zerstört wären von sowas wie Markt und Marktwirtschaft, von dem ja Dr. Krall so schwärmt. Ja? So, ja, aber diese Leute, immerhin haben die Kalahari-Buschleute jedenfalls noch vor ein paar Jahren durch so viel natürlichen Stillkontakt zwischen Mutter und Kind gehabt, wobei die Kleidung ja dann auch schon stört, ja, aber dass die teilweise ja 4, 5, 6, 7 Jahre Geburtenabstände hatten und ich weiß nicht, wie es heute ist, und dadurch da auch keine große Gefahr einer Überbevölkerung entstand, ja, und die Überbevölkerung ist ja ein Riesenproblem für die Menschheit, ne? So, dann machen wir das weg. Ja, hier sieht man, oh ja, hier eine sehr hübsche junge Frau, finde ich, soweit man das auf dem Foto erkennen kann. Ja, da sieht man aber dieses noch Soziale. Denken wir daran, wie viele einsame Menschen, ich habe gerade gelesen, irgendwie in 20 Jahren oder 2050, glaube ich, werden die Hälfte aller Haushalte in Deutschland wahrscheinlich Single-Haushalte sein, ja, also ungefähr in dieser Größenordnung, ja. Das heißt, die Menschen werden immer einsamer, einzelgängerisch. Der Mensch gehört in die Gruppe, die Gesamtgruppe vielleicht 60 bis 120 Individuen, und die freie soziale Marktwirtschaft erzeugt den einsamen, konsumsüchtigen, kaufsüchtigen Single, also das, was Dr. Markus Krall will,
raubt uns auf Dauer und würde uns noch mehr in die Isolation bringen, in die Vereinsamung, in die Depression, in die Volkskrankheit Depression. Wie war das? 50 Selbstmorde in Deutschland jeden Tag. 50 Selbstmorde jeden Tag. Und jeden Tag, wie war das? Über 100, 160 Tote durch die Medizin, durch unsere frei sozial-marktwirtschaftliche Medizin, wo Dr. Markus Krall noch beklagt, dass da kein richtig freier Markt ist. Er will also da noch viel mehr freien Markt, damit die Leute noch schneller sterben und noch viel mehr an der Medizin sterben. Also das heißt, das Konzept von Dr. Markus Krall würde unsere Medizin noch mal vielleicht 10-mal gefährlicher machen, als sie jetzt ist, und uns noch mehr töten und noch mehr Tote durch Medikamente. Wie gesagt, durch Medikamente jeden Tag etwa 160 Tote durch unser Gesundheitssystem, ne? So, und das will Dr. Markus Krall noch verschlimmern, weil er eben nichts von wirklicher Wissenschaft versteht. Ja, hier ein, da muss schon auch diese Berührung mit moderner Technik sein, denn woher hat ein Buschmann ein Metallspeerspitze oder so? Ja, das ist also auch schon, da ist also das, deswegen, es gibt keine Naturvölker mehr, es gibt nur noch naturnähere Völker, die aber alle schon mehr oder weniger durch die freie soziale Marktwirtschaft, die weltweite freie Marktwirtschaft, die vor 400 bis 300.000 Jahren ihren Anfang genommen hatte und die der Dr. Markus Krall ja so über alles stellen möchte und in seiner neuen Verfassung extrem verstärken möchte, deren schädlicher Einfluss ist ja schon überall zu sehen. Ja, hier ist es ein bisschen kalt, aber auch hier ist die Frage, warum trägt diese naturnähere Person sozusagen Kleidung? Ja, das ist völlig unnatürlich. Das weist auf Tauschhandel hin, auf freie soziale Marktwirtschaft, die die Menschheit verklemmt macht und sozusagen... Ja, hier muss man auch wieder fragen, das ist auch, ja, warum tragen die alle so viel Kleidung? Was ist da verrückt? Warum tragen die so viel Kleidung? Welcher negative Einfluss bei dieser Hitze, wo sie Millionen Jahre niemals Kleidung gebraucht haben, warum tragen die jetzt Kleidung? Ne? Das ist sozusagen, wieso wird etwas, was völlig unnötig ist, durch die Tauschhändler aufgezwungen. Ne? Das ist einfach so, ich zeige es mal kurz, damit wir das zwischendurch sehen. Ja? Also hier haben wir den Tauschhändler, der keinen Konsumterror macht, der also nicht versucht zu bewirken, der zwar Kleidung dabei hat, aber die Leute kaufen das nicht, weil es sie nicht interessiert. Sie kaufen ihm vielleicht ein paar Steinäxte ab, weil die ihnen helfen, zum Beispiel in der harten Erde hier was auszubuddeln und so weiter. Ja? Also so zum Beispiel hier harte Wurzelgemüse auszugraben, sozusagen aus dem harten Boden. Dafür kann man schon mal ein paar Steinäxte gebrauchen. Aber sozusagen an der Kleidung sind die Leute nicht interessiert. Und er bestätigt auch den Lebensstil dieser Naturgruppen, sozusagen der Naturkommunen. Aber dieser Händler hier in der freien sozialen Marktwirtschaft, das ist der erfolgreiche Händler in der freien sozialen Marktwirtschaft, der ist ein Träger eines gewinnbringenden Irrtums. Der predigt den Leuten und sagt denen, ja, nein, also so dieses viele Geschmuse in euren Kommunen und dieses Nacktsein, das ist ja ekelhaft und widerwärtig und unkeusch und ekelhaft, das muss aufhören und so weiter. Und der verkauft dann ganz viel Kleidung, weil die Leute werden durch all diese moralischen Geschichten, dieser Händler durch seine Märchenerzähler und durch seine Werbefirmen und Marketing und Geschichten und so weiter, diese Gehirnwäsche, die davon ausgeht sozusagen, die macht die Menschen ängstlich
plötzlich lässt sie verklemmt werden, Angst vor Körperkontakt und vor Nacktheit entwickeln, ja. Und dann kaufen die Leute ihm Kleidung ab, obwohl sie sie überhaupt nicht brauchen. Ja? Also auch wir, wenn es bei uns bullenheiß ist, ja, wenn es bei uns Bullenhitze ist, dann tragen auch wir Kleidung, einfach weil wir alle sozusagen durchmanipuliert sind auf sexuelle Unterdrückung trainiert sind und so weiter. Und das zerstört das Lebensglück aller Menschen, auch aller Milliardärskönige, wie ich schon so oft gesagt habe. Das heißt also, was Dr. Markus Krall will mit der Totaldominanz der freien sozialen Marktwirtschaft, würde uns alle noch tausendmal unglücklicher machen, als wir jetzt eh schon alle sind, ne? So, dann schauen wir mal weiter. Ja, also, ja, bei Indianerzelten, da fällt mir ein sozusagen, dass es Geschichten gibt, dass da also die jungen Frauen zum Beispiel in den Indianer naturbelasseneren, etwas naturnäheren, wo der Handel noch nicht so, der freie soziale Marktwirtschaft noch nicht so viel Spuren hinterlassen hat, da gehen die hübschen Frauen nachts von Zelt zu Zelt und haben Sex mit den verschiedenen Männern der Gruppe und so weiter. Ja, das ist Lebenslust, das macht Spaß, das würde auch jedem Milliardärs König Spaß machen, wenn er nicht so die Gehirnwäsche seiner anderen Milliardärskönige sozusagen nicht sein Leben auch so verklemmt hätten und sein Gehirn so gewaschen hätten, dass er sich das selbst verbieten würde und sagen würde, nein, das will ich ja gar nicht und so weiter. Ne? Also das heißt hier hübsche, ich weiß nicht, ob das eine Frau ist oder ein Mann ist, aber wenn, dann wäre es eine Frau mit hübschen Beinen sozusagen. Wenn die nachts von Zelt zu Zelt geht in der Kommune und so weiter, das ist Lebenslust. Und genau das Gegenteil will Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution. Also uns noch weiter entfernen von unserer wahren Natur. Ne? Ja, und hier, da sieht man diesen Einklang mit der Natur. Reine Pflanzennahrung, Gemüse, Kräuter, Blätter, Obst, herrliche Früchte, super reif, alles naturbelassen, null Abfall, Kredel to Kredel. Nirgends gibt es irgendeine Form von Abfall und Müll oder sonst etwas, denn alles geht sofort wieder in den Kreislauf der Natur zurück. Die Ausscheidungen gehen in den Kreislauf der Natur zurück. Wenn dieser Bonobo Mann oder Frau Bonobo stirbt, ja, dann geht das alles mal gucken, der sitzt da, vielleicht hat er heute schon 12-mal am Tag Sex gehabt, ne? Durchschnittlich die Bonobos 12-mal am Tag Sex miteinander, ja, und so weiter. Also da ist diese lustvolle Kommune, Liebeskommune sozusagen, diese Make Love Not War Kommune, wie sie Professor Franz de Waal genannt hat, ja, diese Hippie-Affen, ja. Ja, also die, wenn der stirbt, dann wird er eben nicht, weil irgendein Händler Särge verkaufen will, ja, dann verrottet dieser Körper und geht in den Kreislauf der Natur zurück. Die Aasfresser fressen ihn ganz natürlich und er geht in den Kreislauf zurück. Kein Abfall, kein Müll, keine Särge, keine Friedhöfe, alles Quatsch, ja. Aber nein, da bei uns ja in der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, muss ja jemand verdienen, ne? Also da muss ja jemand gut verdienen und und zwar schauen wir es uns an hier. Wir wissen, dass vor 170.000 Jahren, zumindest ungefähr in dieser Größenordnung, liegen die Daten von Professor Friedemann Schrenk, wenn ich es richtig erinnere, einer der bekanntesten Paläoanthropologen Deutschlands, Professor Friedemann Schrenk. Vor 170.000 Jahren kam wohl der Wahnsinn mit den Bestattungen auf. Ja? Und dafür muss es ja Händler gegeben haben, die also irgendwie ja, sozusagen gesagt haben, ja, nein, ihr könnt doch nicht die Toten so rumliegen lassen und so irgendwie, dann muss er irgendeinen moralischen Druck aufgebaut haben durch irgendwelche gewinnbringenden Irrtumsgeschichten.
Geschichten und dann hat er den Leuten angefangen, Bestattungsutensilien zu verkaufen. Vielleicht auch, und dann, ihr müsst den Grabbeigaben mitgeben, ja, denn es ist ja so, der hin gebaut haben durch irgendwelche gewinnbringenden Irrtumsgeschichten und dann hat er den Leuten angefangen, Bestattungsutensilien zu verkaufen. Vielleicht auch, und dann, ihr müsst den Grabbeigaben mitgeben, ja, denn es ist ja so, der Händler, der die Leute nicht manipuliert, der ja seinen Laden bald schließen muss, weil er kaum Umsatz macht, weil er gegen den nicht anstinken kann, weil der ihn auskonkurriert und im marktwirtschaftlichen Wettbewerb auskonkurriert sozusagen, weil er viel mehr verkauft und deswegen den platt machen kann. Dieser Händler, der den Menschen keine Gehirnwäsche verpasst, warum sollen die ihm, die kaufen die Güter ihm ab, die sie brauchen, aber die tun doch nicht Güter kaufen, um sie dann als Grabbeigabe in irgendwelche Gräber zu tun. Während der hier mit seinen gewinnbringenden Irrtümern, die ihm immer wieder einfallen, diese gewinnbringenden Irrtümer, die Menschen dazu manipulieren, dass sie denken, sie müssten den Toten irgendwelche Grabbeigaben mitgeben, sozusagen, dadurch kann der natürlich ganz viel mehr verkaufen, weil er ja sozusagen nicht nur an die Lebenden verkaufen kann, sondern auch an die Toten verkaufen kann. Das ist doch ein super tolles Geschäftsmodell, ja? Also auch unsere ganze Bestattungsindustrie, dass man kann nicht nur Waren an Lebende verkaufen, sondern Waren auch für Tote verkaufen. Das ist doch der Hammer, ne? Das ist die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall. Das ist der Wahnsinn, ja? Anstatt dass wir, wie dieser Professor, der Cradle to Cradle entwickelt hat, jetzt fällt mir der genaue Name nicht ein, aber der Professor, der also Cradle to Cradle entwickelt hat, ja, der hat das ja richtig angedeutet. Die Toten gehören auf die Felder. Das sind Kreisläufe. Das ist völliger Wahnsinn, dass wir ständig aus unseren Böden Ressourcen entnehmen, aber nichts mehr zurückgeben, weder unsere persönlichen Ausscheidungen wieder zurückgeben, noch unsere Körper zurückgeben. Dabei gehören die dahin. Wir können doch nicht immer aus den Böden nur etwas wegnehmen, dann werden doch die Böden völlig leer und dann kommt die chemische Industrie und verkauft uns Chemiesondermüll, den wir dann in die Böden tun und dann wird alles immer giftiger, ne? Und dann werden wir alle immer schnell, noch schneller krank, ne? Das ist doch alles Wahnsinn, ja? So. Weiter geht's gleich im nächsten Video. Ja, die Videos gehören zusammen. Weiter geht's gleich. Ne? Ja, wir waren bei diesem herrlichen Bonobo gewesen. Das zweite Video von heute ist am Laufen. Schaut euch das erste an, die gehören zusammen. Ja, dieser Bonobo, der steht für dieses Cradle to Cradle von dem Professor Braungart, glaube ich, heißt er. Oder Baungart? Braungart? Naja, spielt keine Rolle, könnt ihr ja googeln, ne? Cradle to Cradle. Ja, also das heißt null Abfall. Ja, wenn der stirbt, geht er wieder dahin zurück und ist dann die Nahrungsgrundlage, damit die Nahrungspflanzen wieder herrlich vitalstoffreich werden. Ja, und herrlich viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe beinhalten, ja, und so weiter, ja. So, aber eben, wie gesagt, derjenige, der sozusagen Beerdigungsutensilien, der verrückte Händler, der auf die irrige Idee gekommen ist, vor 170.000 Jahren sozusagen, dass Menschen angeblich bestattet werden müssten, der diesen Irrtumsgedanken hatte und den mit all seiner Händlermacht in die Gehirne der Bevölkerung hineingepumpt hat, ja? Der hat einfach mehr Umsatz machen können, der konnte einfach mehr Produkte verkaufen, weil er jetzt auch für die Toten Waren verkaufen konnte, ja? Und deswegen, also die freie soziale Marktwirtschaft zerstört alles, die macht alles kaputt, alles wird blödsinnig und diese freie Marktwirtschaft, die will Dr. Markus Krall uns mit seiner bürgerlichen Revolution, diesen Schrott will er uns noch hundertfach schlimmer andrehen sozusagen. Ja? Und wie gesagt, das ist extrem gefährlich. Ja? Schauen wir weiter.
So, jetzt haben wir uns diesen Bonobo angeschaut. Ja, hier, das macht nochmal deutlich das Bild, so die Gruppenorientiertheit dieser Affen, die Selbstverständlichkeit des Miteinanders. Und noch einmal, diese Affen sind alle nackt, da trägt keiner Kleidung, da ist keine freie soziale Marktwirtschaft, die dahin terrorisiert, sich auch bei herrlichstem Wetter sozusagen etwas anziehen zu müssen. Was für ein Wahnsinn, ja? Ne? Ja, und hier dieses Liebevolle, der Körperkontakt, die Selbstverständlichkeit des Körperkontaktes, das hat uns alles die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, schon drastisch geraubt, und das möchte er, dass sie uns noch weiter raubt, denn er will die freie soziale Marktwirtschaft sozusagen, den totalen wild gewordenen Raubtierkapitalismus will er uns geben. Ne? Und dann... Hier sieht man, wie herrlich, noch einmal, diese Affen sind nackt, die tragen keine Kleidung. Das ist genauso wie wir kleine Härchen auf der Haut haben, haben die halt etwas längere Härchen. Ne? Und wir haben ja auch langes Haupthaar, und man sieht, dass auch rein in der Natur auch die richtig schön sein können, als kämen sie gerade vom Friseur. Wir brauchen keinen Friseur, wir sind von Natur aus. Für unsere gegenseitigen Augen sind wir schön. Für die sind für sich gegenseitig schön. Und Menschen, so wie sie die Natur geschaffen hat, sind für sich gegenseitig das Schönste, was es gibt. Das wäre doch Schwachsinn. Ich mache nochmal hier klar, Evolution. Ja? Machen wir uns nochmal die Evolution klar. Stellen wir uns hier vor, hier wäre eine Sorte Mensch, eine Mutante sozusagen, die würde, da würden die Menschen vor 400.000 Jahren sich nicht einfach so schön finden, wie sie sind. Also zum Beispiel hier stellen wir uns vor, eine Löwenfrau würde den Löwenmann mit seiner herrlichen langen Mähne nicht sexy finden. Was würde passieren bei so einer Mutante? Der Löwenmann hat ja keine Möglichkeit, sich zu rasieren, ja? Der würde sozusagen, diese Löwen würden aussterben, weil die Attraktion zwischen Mann und Frau nicht funktioniert. Also in der Evolution entwickeln Lebewesen also immer die Attraktion, wenn sie sich nackt begegnen sozusagen. Und vor 400.000 Jahren waren die Menschen wohl im Wesentlichen nackt, denn wir waren vor 400.000 Jahren alle noch in Afrika. Also es gab keine menschenähnlichen, keinen Homo erectus. Vorsicht, es gab vielleicht schon den einen oder anderen Homo erectus außerhalb von Afrika, denn da gab es ja schon frühe Homo erectus Auswanderungswellen, aber wir alle stammen ab von den Homo erectus, die in Afrika geblieben waren, die vor 300.000 Jahren zum Homo sapiens, den Homo sapiens abspalteten, das sind wir. Und wir Homo sapiens haben Afrika erst vor 100.000 Jahren ungefähr plus minus ein paar zigtausend Jahre verlassen. Also das heißt, vor 400.000 Jahren waren alle unsere Urgroßmütter und Urgroßväter alle noch in Afrika. Und wenn wir uns dann nicht im nackten Zustand sexy gefunden hätten, Männer und Frauen und auch Frauen und Frauen und so weiter, wie bei den Bonobos, die ja zu 100% wo die Frauen zu 100% bisexuell sind, und es spricht vieles dafür, dass Menschen von Natur aus, wenn sie nicht terrorisiert würden durch die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, dann wären sie auch völlig unverklemmt und wären auch die Frauen in unserer Welt hundertprozentig bisexuell, ne? Und weil das auf bestimmten Evolutionsprinzipien beruht, warum sich so etwas evoluiert. Und der Löwenmann und die Löwenfrau, wenn die sich nicht ohne jeglichen Eingriff maximal sexy finden würden, ohne Rasieren, ohne Ganzkörperrasur und, ja, wären diese Mutanten ausgestorben. Übrig bleiben immer die Mutanten, die sich total sexy finden, ohne jeglichen Eingriff, ja, ohne jeglichen Eingriff. Und die breiten sich dann in der Evolution aus, können viele Kinder hinterlassen und
bestimmen die Art. Und der Genpool der Art besteht also aus Genen, die maximale sexuelle Attraktivität geeicht ist auf das Bild der gegenseitigen nackten Körper sozusagen. Und jetzt kommt aber, jetzt denken wir das Bild wieder neu, jetzt kommt also ein Tauschhändler, ein Händler hier, der also einen gewinnbringenden Irrtum irgendwie ihm einfällt und der eben dann sagt, nein, also Männer, das ist ja hässlich, dass die so Bärte haben, das muss rasiert werden, das muss geschnitten werden und so. Ich habe zufällig so Haarschneideinstrumente dabei, da könnt ihr bei mir kaufen, das ist doch eklig und hässlich. Überall in der Welt rasiert man sich, das ist doch unanständig, diese Bärte da. Und außerdem Männer, bei den Frauen, die Frauen finden euch nur sexy, wenn ihr rasiert seid und so weiter. Und schon kann dieser Händler mit seinen gewinnbringenden Irrtümern macht wieder ein Konsumsuchtterror, löst er aus und zwingt uns dazu, unsere natürliche Körperbehaarung zu stutzen und zu malträtieren mit Rasierapparaten und Geräten und so weiter. Und der kann wieder mehr verkaufen als der stirbt aus und der konkurriert den aus, der macht viel mehr Umsatz und konkurriert den aus, zwingt den nach einigen Generationen macht sein Urenkel, hier ist der Händler, hier ist der Sohn, hier ist der Enkel, hier ist der Urenkel und der Urenkel macht seinen Laden zu und damit ist die Sache ausgestorben, weil er dem Konkurrenzdruck dieses Händlers, der uns also mit gewinnbringenden Irrtümern zum Kaufen von völlig schwachsinnigen Produkten anheizt. Ja? Mittlerweile wissen wir genau aus der Forschung zum Beispiel, dass die Intimrasur, dass also die Menschen sich sogar die Genitalbereiche rasieren, ja? Weil eben irgendwelche Händler das zur Mode gemacht haben, weil sie dann schöne Rasierapparate und Rasierutensilien verkaufen können, dass das ungesund ist, dass man kriegt mehr Infektionen im Vaginalbereich und so weiter, kriegen Frauen mehr Infektionen, wenn sie ganz rasiert sind. Denn diese Haare haben eine wertvolle Schutzfunktion und so weiter. Also sozusagen völliger Wahnsinn. Alles und diese verrückte soziale Marktwirtschaft, wo wegen des Profites und wegen des Kohlemachens sozusagen sich gewinnbringende Irrtümer ausbreiten und wir alle einer unendlichen Gehirnwäsche ausgesetzt werden, die uns in jeder Hinsicht denaturiert sozusagen, das will Dr. Markus Krall um den Faktor 100 noch verschlimmern. Ne? Also das will er uns noch mehr auf den Hals setzen. Deswegen so extrem gefährlich. Ja, also schauen wir uns nochmal, bewundern wir nochmal die natürliche Schönheit dieser Naturmähne und Haare. Und genauso wie dieses, ich weiß nicht, ob es ein Affenweibchen ist, dieses Weibchen dieses Männchen schön findet, so finden nackte Männer, naturbelassene Männer, naturbelassene Frauen maximal schön, wenn sie nicht durch irgendwelche Gehirnwäschen sozusagen manipuliert wurden in das Gegenteil, damit sie möglichst viel konsumieren und kaufen. Und alles, was konsumiert wird, erhöht den CO2-Ausstoß, liebe Fridays for Future, und ist deswegen schädlich fürs Klima. Ja? So, dann machen wir doch das Bild mal weg. Ne? Und hier so, das sieht ja fast menschlich aus, dieser edle Affe. Ne? So, da, also, ja, und ein herrliches Fell, ja, und so weiter, und lange Haare und so weiter, ja, und wir müssen uns künstlich rasieren, ne, und so weiter, ja, und Ganzkörper rasieren, und was für ein Wahnsinn, das ist das Teufelswerk der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution, ne. Ja, hier auch nochmal diese ja, und hier noch einmal dieses Selbst, dieses Liebevolle, dieser ständige Körperkontakt zwischen Mutter und Kind. Ja, wir legen unsere Kinder in den Kinderwagen, dann klotzen wir ins Smartphone, verweigern dem Kind, dem Baby den Augenkontakt mit der Mutter und klotzen ins Smartphone und erzeugen damit sozusagen sozial schon gestörte Kinder und so weiter. Ja, und hier ist die Selbstverständlichkeit des ständigen
Körperkontakts ist zwischen Mutter und Kind und so weiter. Ja, das ist hier, guck mal, das sieht man, das ist ein sehr altes Kind schon. Ja, aber selbstverständlich, also über viele Jahre hinweg bleibt dieser Liebeskörperkontakt zwischen Mutter und Kind bestehen und so weiter. Ja, und das hat uns die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, geraubt und hat uns damit die Massenüberbevölkerung erzeugt. Ja, denn wenn hier die Händler, ja, die Händler, die jetzt zum Beispiel Kleidung verkaufen wollten, ja, oder so, also wenn dann, oder umgedreht, der Händler, der zufällig den Irrtumsgedanken entwickelt, dass man doch scheiße aussehen würde, schlecht aussehen würde, wenn man keine Kleidung tragen würde und so weiter, und der entsprechend in diese Richtung Gehirnwäsche macht, Modeterror macht sozusagen, ja, dann, Der hat dann einfach unheimlich viel Kleidung verkaufen können, wurde erfolgreicher als dieser Händler und hat den dann auskonkurriert und zum Aussterben gebracht, sodass der ausgestorben ist wie die Dinosaurier und zumindest als Händler, nicht als Mensch, aber als Händler ausgestorben ist und seinen Beruf an den Nagel hängen musste, sein Urenkel, ja. Und hier, ja, der hat dann also unheimlich viel verkauft, aber dadurch, dass er eben die Menschen dann also sozusagen auch die Menschen verklemmt gemacht hat, Nacktheit sozusagen abgelehnt wurde, dadurch sozusagen entstand die ständige Kleidung tragen, dadurch war der Körperkontakt zwischen Mutter und Kind durch Kleidung schon mal, durch also quasi durch ein Kondom, ein Ganzkörperkondom, die Kleidung als Ganzkörperkondom war also quasi Trend, den liebevollen Kontakt zwischen Mutter und Kind, und das führt dann zur hormonellen Veränderung, nämlich dass der Körper signalisiert, es ist ja gar kein Kind mehr da, dann schaltet der Körper auf Empfängnisbereitschaft und dann kommt es zur Überbevölkerung, nämlich zu vielen Kindern. Ne? Und wenn dann noch irgendwelche Händler, ja, wenn dann zum Beispiel wenn dann ein Schamane, ja, nehmen wir uns an, hier ist wieder der wahrheitsorientierte Schamane, der keinen Umsatz macht und der irgendwann seinen Laden schließen muss. Und hier ist ein Schamane, der zufällig einen Irrtum entwickelt, einen Irrtumsgedanken, einen gewinnbringenden Irrtum entwickelt. Ja, errarum meanum ist, Menschen denken jeden Quatsch irgendwann mal, aber das Entscheidende ist, ob man damit ein Geschäft machen kann oder nicht. Ja, und wenn dann irgend so ein Händler nur mal irgendwie so einen Quatsch denkt, so einen Irrtumsgedanken denkt, wie hier so ein Schamanenhändler, ja, der denkt also so, ja, sozusagen, ja, zum Beispiel den Gedanken, ja, da wird so ein Kind in der Gruppe geboren, ja, und das ist behindert. Und die Naturlebewesen, ja, also wenn das Kind behindert ist, wird das einfach ausgesetzt, wird einfach von der Mutter nicht angenommen, ne? Ganz natürlich. Und dann, wir könnten ja als Menschen dann dem Kind eine Ölung mit Morphium zum Beispiel geben, sodass das völlig glücklich und glückselig einschläft und stirbt, ja? So, und in der Natur, also das behinderte Kind. Und jetzt kommt aber dieser Schamane, sozusagen entwickelt irgendwie zufällig den Irrtumsgedanken. Denn wir müssen immer denken, am Anfang steht immer der zufällige Irrtum. Mutationen sind zufällig, also Mem-Mutationen auch. Ja? Also memetische Mutationen sind genauso zufällig wie genetische Mutationen. Oder Mem-Mutationen sind genauso zufällig wie Genmutationen. Ja? Und dann greift die Selektion an. Also immer steht erst der zufällige Irrtum. Denn der Mensch, denn dieser Schamane, der könnte ja nicht damit leben, wenn er denken würde, dass er die Menschen betrügen würde. Nein, er entwickelt nur zufällig einen Irrtum, dann wird er dadurch extrem erfolgreich und dadurch breitet sich der Irrtum mit seinen Familienmitgliedern aus, ja? Und mit seiner erfolgreichen Dynastie aus, ja? Also noch einmal ganz langsam, damit ihr das auch verstehen könnt. Weil ja diese völlig neue Art, richtig wissenschaftlich zu denken, ja für die meisten Menschen völlig fremd ist. Also nochmal langsam. Also er entwickelt den Irrtum, dass es unschicklich sei, behinderte Kinder auszusetzen, sozusagen. Den Irrtum entwickelt er,
und breitet diesen Irrtum mimetisch so lange aus in den Gruppen, in den Kommunen, dass die Menschen sozusagen hier und die Menschen, die vor 400.000 Jahren natürlich schon total menschlich aussahen, ja, wobei die Schamanen, wir sind jetzt wahrscheinlich im Bereich 170.000 Jahre, vor 170.000 Jahren ungefähr plus minus, ja, in diesen Bereichen ist ja auch der Schamanismus wahrscheinlich erst entstanden, ja. Und da ist es dann so, dass die Menschen da sowieso schon total menschlich aussahen, ja, schon so wie heute fast schon bald aussahen. Und auch schon lange nackt waren, also wenig, also wir haben ja noch Fell, aber eben sehr wenig Fell, ne? Und wenn er jetzt die beeinflusst, also die Menschen vor 170.000 Jahren beeinflusst, vielleicht habe ich ja hier noch ein Bild von Menschen. Ach nee, das war's schon mit den, da habe ich gar kein Bild mehr. Na gut, dann lassen wir es gut sein. Also, er erzählt also ständig, dass es doch unschicklich sei, diese Kinder auszusetzen, dass es doch irgendwie unmoralisch sei und irgendwie schlecht sei und dass wenn Kinder ausgesetzt würden, dass das doch teuflisch wäre, obwohl ja der Moses, Bibel, Altes Testament, Moses schwamm auf dem Nil, weil seine Mutter ihn ausgesetzt hatte. Weil es eben, das zeigt eben, dass sogar damals noch es ganz selbstverständlich war, Schluck Wasser, dass man Kinder, die irgendwie nicht passten, aussetzte. Ne? Das ist Natur, das ist ein natürliches Verhalten. Ja? Und dann kommt der und sagt, nein, ihr seid moralisch viel höherwertiger, wenn ihr jedes Kind überleben lasst. Und dann passiert einfach automatisch Folgendes. Dann werden behinderte Kinder geboren und der Schamane wird gerufen und wird bezahlt, also bekommt Tauschhandelsprodukte und wird bezahlt für die Betreuung und Behandlung der behinderten und kränklichen Kinder. Dadurch kann er selbst viele eigene Kinder ernähren und dann entsteht eine Schamanendynastie, eine Ärztedynastie, die überall die neue Ethik und die neue Moral verbreitet, dass das Natürlichste von der Welt, das Aussetzen von Kindern, besonders von behinderten Kindern, die irgendwie nicht passen sozusagen, dass das als unmoralisch und unethisch erzeugt wird, ja sozusagen im Rahmen dieser freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall sozusagen. Und dadurch sozusagen macht dieser Schamanenhändler einen riesen Profit und riesen Gewinn. Und die Menschen leiden schrecklich, denn sie müssen sich jetzt sind sie umgeben von kranken Kindern, von behinderten Kindern oder sie kommen in Hungersnöte und so weiter, weil sie Kinder ja groß werden lassen, die zu Nahrungsengpässen führen, weil es einfach ein Maul zu viel ist, ein Mund zu viel ist, ein Esser zu viel ist. Und dadurch werden die Probleme riesig und all diese Riesenprobleme will Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution um den Faktor 100 noch verschlimmern. Ne? Und auch er ist als Irrtumsträger, geht er nicht mit der bösen Absicht dran, uns allen zu schaden, sondern er glaubt wirklich, das wäre gut für uns. Und das macht ja gerade seine Ideologie so gefährlich, seine antiwissenschaftliche, antinaturwissenschaftliche, pseudowissenschaftliche, pseudo-volkswirtschaftliche Ideologie ja so gefährlich, ja. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, ich glaube, das war's mit den Bildern. Jetzt gehen wir mal in den Text weiter. Gehen wir mal hier hin. Das Bild gefällt mir jetzt besser und dann. Ach so, ich kann ja mal zwischendurch kurz das Bild reinschieben, damit man mal klar ist, sind die echten Wissenschaftler. Das sind die The World Council of Wise People, die zweiten Scientists for Future 2.
24 Professoren und Doktoren dabei, eine ehemalige Bundesministerin. Das sind die Leute, die wirklich was davon verstehen, wie die ideale Gesellschaft aussieht. Ne? Das müsst ihr studieren. Und ja, also nochmal, gehen wir mal weiter. Dr. Markus Krall will ja vieles ändern in seiner neuen Verfassung. Ja? Also zum Beispiel will er das gesamte demokratische System verändern. Er will zum Beispiel, dass nur noch die etwa 18 Millionen Menschen der Bevölkerung, 18 Millionen Menschen von 80 Millionen Menschen sollen nur noch wahlberechtigt sein. Also nur noch die Menschen, die keine Subventionen und so weiter. Also will quasi letztendlich so, dass ungefähr ein Drittel der Menschen, also nur noch die Menschen, die in die Staatskasse einwirtschaften, ja, sozusagen, die sollen überhaupt noch aktives und passives Wahlrecht haben, alle anderen nicht mehr. Ja, also jeder Mensch kann sich dann entscheiden, will ich Staatsleistungen erhalten, will ich Staatsdiener sein, will ich Gelder vom Staat beziehen, Subventionen, Transferleistungen beziehen. Verliere ich das aktive und passive Wahlrecht für die nächsten Jahre. Und oder ich bin reiner Einzahler in die Gemeinschaft hinein und dann habe ich Wahlrecht, volles Wahlrecht. Ja? So, jetzt will ich aufzeigen, das ist alles völlig unnötig. Wir würden also so das Prinzip sozusagen der Wissenschaft ist einmal Occam's Razor, also sozusagen so einfache Erklärungen wie möglich, wissenschaftliche Erklärungen für die Dinge sollten so einfach wie möglich gehalten werden. Immer die einfachste Möglichkeit sollte gewählt werden der Erklärung und nicht die hyperkomplizierte. Und da genauso müssen wir das Prinzip sagen, wir sollten an der Gesellschaft so wenig ändern wie möglich und nur so viel wie nötig. Und das, was Dr. Krall anregt, ist völlig überflüssig. Ist überflüssig wie ein Kropf. Denn was passiert, wenn wir also sozusagen einfach anstatt von Volksentscheiden. Ich habe auch früher noch gedacht, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, ja Volksentscheide, wie es Dr. Markus Krall fordert, massenhaft einzuführen. Wir brauchen die höchstens mal, bei manchen wenigen Dingen kann man die vielleicht wirklich einführen. Da bin ich schon auch dafür. Da sind auch die zweiten Scientists for Future 2 dafür. So weit, so gut. Aber weiter geht's im nächsten Video. Ne? So, das nächste Video, das ist jetzt das dritte Video von heute, also schaut euch die ersten zwei Teile an und weiter geht's, ja. So, was ist hier los? Was passiert, wenn, wo ist es? Zum Beispiel die Wohlfühlnotenwahlstimme als neuer Teil der Verfassung eingeführt wird. Also einfach nur, unser Grundgesetz gibt das ja schon her, dass wir Wahlen und Abstimmungen sozusagen, soll der Volkswille quasi gemessen werden in Wahlen. Und wenn wir dann einfach nur, das ist überhaupt total vereinbar mit der Verfassung, dass wir einfach die Wohlfühlnotenwahlstimme zusätzlich einführen. Was passiert jetzt plötzlich? Alle Missstände der Politik, die Dr. Markus Krall beklagt oder einfach meint zu sehen, ja, die würden ja alle von selbst verschwinden. Denn was passiert? Wenn sozusagen hier die Wohlfühlnotenwahlstimme, das würde bedeuten, dass sozusagen hier wäre eine politische Partei, die nicht alles tun würde, um maximalen Nutzen für die Bürger zu erzielen. Was würde passieren? Die Bürger würden sehen, dass also ihre Kommune, also ja, zum Beispiel hier haben wir diese Parteien, also eine Koalition aus zwei oder drei Parteien oder eine Einzelpartei, reagiert eine Kommune
oder ein Bundesland oder die Bundesrepublik Deutschland. Ja? Und dann liefert das Statistische Bundesamt und Wahlamt Wiesbaden ständig die Daten, wie sich die Wohlfühlnoten in dieser Kommune entwickeln, in der man wohnt, in dem Bundesland entwickeln, in dem man wohnt und lebt und in der Bundesrepublik Deutschland entwickeln, in dem man lebt und in Europa entwickeln zum Beispiel, in dem man lebt. Ja? Und diese Wohlfühlnoten, dann kommen noch dazu hier, wo ist es? Hier kommen ja dann noch die Gesundheitsdaten dazu und so weiter. Das heißt also, jeder Bürger hätte volle Transparenz über die Leistung seiner Politiker. Ja? Und zwar könnte er jetzt also, wo war's? Er kann dann sehen, aha, zum Beispiel jetzt als Beispiel. Ich würde jetzt gerade regiert werden, zufällig in meiner Kommune würde die CDU regieren, in meinem Bundesland würde die CDU regieren und in der Bundesrepublik Deutschland würde die CDU regieren. Meine Wohlfühlnote nimmt durch die CDU von Monat zu Monat ab. Ich werde immer häufiger krank, ich werde von den ganzen frei sozial marktwirtschaftlichen kapitalistischen Vergiftungshändlern überall geschädigt und so weiter und meine Wohlfühlnote wird von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr schlechter, immer wieder geht es mir schlecht und so weiter, ja, und meine Wohlfühlnote nimmt ab und die Wohlfühlnote der anderen Bürger in meiner Stadt, in meinem Bundesland, in meiner Bundesrepublik Deutschland nimmt ab und die Gesundheitskostendaten werden immer höher, also ich muss immer öfters operiert werden, die anderen Bürger müssen immer öfter operiert werden. Und diese Zahlen liegen total offen, die kriegen wir ständig von ZDF heute und ARD, Tagesschau ständig präsentiert, so wie heute das neue Politbarometer, ja, kriegen wir ständig die neuesten Zahlen. Und was werden wir wohl wählen, wir Bürger, die wir gerade von der ich gerade in der Kommune, im Land und im Bund gewählt, lebe und von der CDU regiert werde? Wen werde ich wohl bei der nächsten Kommunalwahl nicht mehr garantiert nicht mehr wählen? Natürlich die CDU, denn meine Wohlfühlnote wird schlechter und meine Gesundheitsdaten werden schlechter. Und ich sehe, dass auch in der ganzen Kommune die Wohlfühlnoten und Gesundheitsdaten schlechter werden. Also werde ich nie wieder CDU wählen die nächsten Jahre, ja, sozusagen. Und ich werde bei den Landtagswahlen keine CDU wählen, sondern andere Parteien. Und ich werde bei der Bundestagswahl keine CDU wählen. Und was ist damit? Damit sind alle Probleme weg. Ich habe ja schon in den anderen Videos ganz oft erklärt, dass auch der Lobbyismus sofort verschwindet, sofort am nächsten Tag nach der Einführung der Wohlfühlnotenwahlstimme endet der Lobbyismus. Denn was ist Lobbyismus? Mache ich jetzt auch nochmal, ich wiederhole es nochmal, ja, damit ihr nicht die anderen Videos alle von vorne, ihr solltet sowieso alle anderen Videos schauen. Wenn ihr wirklich an Wahrheit interessiert wird, es gibt nur diese Videos und Texte. So, ich erkläre mal kurz, warum der Lobbyismus verschwindet. Hier haben wir nach der Einführung der Wohlfühlnotenwahlstimme kombiniert mit den Gesundheitsdaten, haben wir sozusagen einen Großkonzern, der vorher Lobbyisten gesandt hat in die Politik und dort Gesetze bewirkt hat, die ihm mehr Profit gebracht haben. Dabei praktisch immer mehr Schaden bei den Menschen gebracht haben. Das ist das Wesen, der Wesenskern des echten Lobbyismus. Echter Lobbyismus schadet den Bürgern und bringt größere Profite für die Konzerne. Denken wir an den Lobbyismus mit dem, wie war das, mit dem Glyphosat, ja? Da ist die Monsanto und Bayer, hier die Lobbyisten haben die Politik beeinflusst und die haben eine Verlängerung für Monsanto gegeben und jetzt werden wir alle vergiftet mit Glyphosat.
Ja, also das heißt, immer ist also Lobbyismus, wenn er richtig gemacht wird, ist er war er bisher immer schädlich für die Bürger, für uns Menschen, auch für die Milliardärskönige, für alle Menschen war er schädlich, aber für einzelne Konzerne profitsteigernd. Ja? Und jetzt haben wir aber die Wohlfühlnotenwahlstimme. Jetzt werden also die Verdienstzuschläge für Monsanto und Bayer drastisch reduziert, wenn meine Wohlfühlnote schlechter wird und die der anderen, die irgendetwas beziehen, was in irgendeiner Beziehung mit Monsanto und Bayer steht und so weiter. Und zum Beispiel über den Händler und so weiter. Also wird jedenfalls werden statistische Beziehungen hergestellt und Monsanto kriegt weniger Verdienst oder gar keine Verdienstzuschläge, während andere Firmen Verdienstzuschläge bekommen. Ja? Dann geht Monsanto pleite. Je mehr es also Lobbyismus betreiben würde, je mehr Schaden an den Wohlfühlnoten der Bürger entstehen würde, desto schneller gingen Bayer und Monsanto pleite, weil die anderen Firmen erfolgreicher wären, die uns nicht vergiften. Denn die, die uns nicht mehr vergiften, sondern uns gesunde Nahrung ermöglichen und gesunde Landwirtschaft herstellen und so weiter, Bodenentgiftungsmedikamente herstellen und so weiter, diese anderen Pharmafirmen, die würden Bayer und Monsanto zum Kaputtgehen bringen. Ja? Sozusagen jeder Lobbyismus würde sich nicht mehr rechnen, weil ich immer, als wenn ich Lobbyisten losschicke, die die Wohlfühlnoten und die Gesundheitsdaten der Bevölkerung verschlechtern, dann kommt es zu riesigen Verlusten bei den Verdienstzuschlägen und die Firmen gehen pleite. Ja, also in dem Moment hört also Lobbyismus sofort auf. Ja? Und damit ist schon mal ein schädlicher Aspekt in der Politik weg. Der andere schädliche Aspekt, den Dr. Markus Krall erwähnt, nämlich dass eben zum Beispiel ein fähiger Manager, der zum Beispiel, sagen wir mal ruhig, im Monat 100.000 Euro gewohnt ist zu verdienen, in den letzten 4 Jahren durchschnittlich im Monat 100.000 verdient hat, ja? Der würde natürlich freiwillig nie sich der Politik zur Verfügung stellen und ein politisches Amt übernehmen. Warum sollte er das machen, wenn er nur 10.000 Euro kriegt als Gehalt? Würde er nicht machen. Und da ist der einzige sinnvolle Vorschlag von Dr. Markus Krall, dass man dem dann halt 100.000 gibt, wenn er in die Politik geht. Und warum wird die CDU zum Beispiel solche Leute dann händeringend suchen und aufnehmen wollen? Warum wird man in der CDU händeringend nach qualifizierten Leuten aus der gesamten Welt, auch der Wirtschaft, suchen und solche Leute in die Parteien reinbringen und denen dann 100.000 Euro bezahlen oder sie dann teuer bezahlen als Berater, externe Berater bezahlen und so weiter. Warum wird man das machen? Weil man, wenn man schlechte Wohlfühlnoten in der Kommune, im Bund, im Land und im Bund erzeugt hat, nie wieder gewählt wird sonst. Also wird man die fähigsten Leute in die Parteien hinein, man wird sogar regelrechte Scouts in der Partei entwickeln und die fähigsten Leute und Reformer und Manager und so weiter in die Partei reinholen, weil man ja sonst nicht mehr gewählt wird, weil dann andere Parteien gewählt werden. Und es wird also ein Wettbewerb unter den Parteien entstehen und hier nur noch die Parteien werden erfolgreich sein und viele Wähler haben, die eben die besten Manager für sich gewinnen konnten. Ja? Und damit sind alle Demokratieprobleme gelöst. Wir brauchen gar nichts, sondern an unserem Demokratiesystem zu ändern. Wir brauchten nur die eine kleine Ergänzung. Wir bringen die zusätzliche Wohlfühlnoten-Wahlstimme rein, sozusagen der zweiten Scientist for Future 2 rein und schon sind alle Demokratieprobleme von sofort gelöst. Und wenn wir ab und zu bei ganz großen, wichtigen Fragen nochmal einen Volksentscheid mit reinbringen, ab und zu bei ganz wichtigen Fragen, dann haben wir die perfekte Demokratie. Ja? Also wir brauchen eigentlich gar nichts ändern, außer vielleicht ab und zu einen großen Volksentscheid möglich zu machen. Und da die Schwelle dafür ganz niedrig zu machen und diese eine Wohlfühlnotenwahlstimme gekoppelt mit dieser Gesundheitsdatengeschichte und schon haben wir die perfekte Demokratie ohne den ganzen Blödsinn, den Dr. Markus Krall vorschlägt. Ne?
So, dann schauen wir mal weiter. Was steht hier noch? Ja, der Dr. Markus Krall will uns die Vertragsfreiheit auf den Hals hetzen. Ja, was bedeutet das für eine schreckliche Zukunft für uns, ne? Er als Liberaler meint also, die Vertragsfreiheit wäre gut. Was ist das Teuflische an der Vertragsfreiheit? Ja, also in der bürgerlichen, in der freien sozialen Marktwirtschaft ist es so, dass ein Betrüger, ja, übrigens, wie kam es zu Betrug und Verbrechen und Kriminalität? Denn wir kommen ja nachher auch noch zum Waffentragen. Professor Dr. Markus Krall will ja, dass wir alle seriösen Erwachsenen sozusagen ausschließlich nur noch bewaffnet aus dem Haus gehen. Das entbehrt nicht ganz einer Logik, denn kein Straftäter traut sich noch, wenn um ihn herum 20 bewaffnete gute Bürger stehen. Ja, da hat er einfach Angst vor. Da wird er zusammengeschossen von den Bürgern, bevor er überhaupt einen Raubüberfall machen kann. Ja, da ist schon was dran. Ja, aber warum ist das völlig unnötig? Ja. Wir müssen erst einmal erklären, wir haben ja schon tausendfach erklärt, woher der Krieg kommt. Der kommt nämlich überhaupt, der Krieg und die Gewalt und so weiter. Alles kommt ja erst durch den freie soziale Marktwirtschaft, die der Dr. Markus Krall so schön verherrlicht. Ja? Also ich erkläre es mal kurz, so schnell wie möglich. Also, am Anfang. Vor 400.000 Jahren, als es uns noch gut ging, als wir noch keinen einzigen Tauschhändler je gesehen hatten, also noch keinen Markt hatten und nichts, ja, als es noch, uns noch gut ging, da sozusagen war ein unheimlich liebevoller Körperkontakt in den Kommunen. Alle waren glücklich und zufrieden, und als dann eben, wie gesagt, zum Beispiel diese Idee aufkam, dass es diese Nacktheit und dieses Schmusen unschicklich sei und so weiter, dann wurden die Menschen verklemmt, die Liebe in den Gruppen verschwand, und ich habe ja schon geschildert, wie dann sich die Vorläufer unserer heutigen Milliardärskönige abspalteten. Also die Vorläufer unserer heutigen Milliardärskönige sich abspalteten von den Gruppen, weil warum soll ich alles den Frauen und Kindern schenken, wenn ich sowieso keinen guten Sex mehr habe in der Gruppe und auch nicht mehr geliebt bin und so weiter? Warum soll ich dann alles den Frauen und Kindern schenken? Ich werde selber Händler und werde selbst Akkumulator von Gütern und werde dadurch ein heutiger Milliardärskönig oder begründe eine Dynastie der Milliardärskönige, ja? So sind wir dann also sozusagen, kam es zu den ersten Abspaltungen von den Kommunen, ja? Und dann sagten sich manche, ja, warum soll ich denn so wahrheitsorientiert und so ehrlich zu allen sein? Warum soll ich mir denn die Liebe der Gruppenmitglieder verdienen, wenn ich sowieso keinen guten Sex habe in der Gruppe und wenn ich sowieso nicht befriedigt bin in der Gruppe? Dann werde ich doch lieber Betrüger und Verbrecher, ne? Und dann kommen jetzt, also jetzt haben wir also nicht die, die einen gewinnbringenden Irrtum selber glauben, sondern das sind die aktiven Betrüger und Verbrecher. Ne? Die sagen sich einfach, ja, was will ich in dieser Kommune? Ich gehe raus aus der Kommune und werde zum Betrüger und Verbrecher. Und dann ziehe ich die Leute mit einer Betrugsmasche einfach über den Tisch so. Und wie das gemacht wird, die Schlüsseldienste betrügen die Leute, also alle möglichen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat hunderte von Sendungen gezeigt, wie also die Heizungsinstallateure jede Möglichkeit nutzen, die Leute in Verträge reinzubringen, wo sie geschädigt werden und abgezockt werden. Und so haben wir, oder Dachreparateure, also Dachdecker, die Leute abzocken. Also das heißt,
Wir haben ja nur deswegen die Vertragsfreiheit eingeschränkt in Deutschland, damit die Betrüger nicht mehr so ein leichtes Spiel haben. Aber Dr. Markus Krall möchte all diesen Betrügern und Verbrechern wieder völlig freie Vertragsfreiheit geben, sodass dann jemand, der irgendeinen Betrugsvertrag unterschrieben hat, dann wahrscheinlich noch nicht mal mehr ein Rücktrittsrecht hat. Denn Vertragsfreiheit bedeutet, dass es dann auch kein Rücktrittsrecht mehr gibt von den Verträgen. Also all die Schutzmechanismen, die wir eingebaut haben gegen die Betrüger und Verbrecher, ja, die uns alle abzocken in der freien, der geliebten freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, diesen Betrügern möchte Dr. Markus Krall mit seinem Konzept der Vertragsfreiheit wieder völlig freie betrügerische Hand geben, sozusagen. Ja, also das ist der Hammer. Ne? Also dann gehen wir mal weiter im Text. Ne? So, Moment. Und also das heißt, ich habe damit aber auch erklärt, dass die Verbrecher erst durch die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall überhaupt entstanden sind. Genauso wie ich ja schon oft erklärt habe, dass die Kriege erst durch die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall überhaupt erst entstanden sind. Ich mache es nochmal deutlich. Was sagen die zweiten Scientists for Future 2? Es darf immer nur einen gelenkten Markt geben. Jede Form des freien Markts ist mörderisch und bringt uns alle um, bringt Kriege, Krankheit und Tod. Ja? Das ist die Wahrheit. Nur Gelenktes ist gut. Also nur eine echte Planwirtschaft, die überhaupt nichts mit den Pseudoplanwirtschaften zu tun hat. Das muss ich auch noch mal ganz kurz erklären, ganz kurz. Denn diesen Irrtum wiederholt ja Dr. Markus Krall hartnäckig immer wieder. Also noch einmal, um es ganz deutlich zu sagen. Das, was die Linksextremen hergestellt haben mit ihren gewaltsamen Revolutionen, das waren niemals kommunistisch. Das waren niemals kommunistische Gesellschaften, das waren niemals sozialistische Gesellschaften, das war also kein Kommunismus, kein Sozialismus und es war keine Planwirtschaft, das war gar nichts davon. Es waren Tyrannen, die den Bürgern vorgespielt haben, sie würden den echten Kommunismus, den Sozialismus und die echte Planwirtschaft herstellen. Dadurch haben sie die Massen manipuliert und betrogen. Das war nichts anderes als Betrüger, Verbrecher, Mörder, Diebe, Verbrechergesindel, die die Revolution gemacht haben. Das waren Verbrechergesindel, so wie heute bei den Linksradikalen es einfach sich um Verbrechergesindel handelt. Ja? Und die wollen, ich muss gerade mal gucken, ob hier, ich muss gerade mal nur mal schnell schauen, ob hier was nicht stimmt. Nee, läuft noch. Aber ich mache dieses Video gleich mal, unterbreche ich gleich. Ja, also das heißt, das waren Verbrecher, Diktatoren, Tyrannen, die Leute belogen haben, die denen vorgespielt haben, sie würden Kommunismus, Sozialismus und Planwirtschaft herstellen wollen. In Wirklichkeit haben sie ein System hergestellt, wo sie mit grausamsten Mitteln die Bevölkerung dann ausgeplündert haben und die schlimmere Tyrannen waren als alle vorherigen Milliardärskönige sozusagen. Ja, also und davon, also das ist ganz klar, dass, also wenn wir von echter Planwirtschaft reden, dann ist es gelenkter Markt wird natürlich verwendet und eine echte Planwirtschaft ist natürlich nicht frei von Markt und von Wettbewerb und so weiter und auch nicht von Leistungsmessung. Das habe ich aber auch schon oft genug erklärt. Aber gut, mache ich erstmal kurz Pause, damit das die Kamera jetzt nicht aus Versehen stoppt. Es geht also gleich weiter im nächsten Video. Tschüssi. So, das ist jetzt das vierte Video. Schaut also auch die ersten drei Videos natürlich. Ne? Ja, ich hatte ja gerade erklärt, dass eben
es noch nie einen Sozialismus, Kommunismus und keine Planwirtschaft jemals gegeben hat, sondern nur Verbrecher, die Räuber und Diebe und Mörder, die nichts anderes wollten, als die alten Milliardärskönige zu töten und selber dann als Tyrannen und Diktatoren, also erstens mal diese Milliardärskönige zu berauben, Raubmord zu begehen, sie umzubringen, sie zu berauben, als Diebe ihnen alles wegzunehmen und sie sozusagen als Diktatoren und Tyrannen sozusagen die Menschen dann auszubeuten, die ihnen nachgelaufen sind, weil sie ihnen versprochen haben, sie würden einen Kommunismus einführen, einen Sozialismus einführen. In Wirklichkeit waren es nur Verbrecher, die Leute belogen haben und die als nützliche Idioten die Massen genutzt haben. Und also das müssen wir uns ganz klar sein. Also alles sozusagen, was so gewaltsame Revolution und so weiter, das sind einfach nur linksextremistische Verbrecher. Ne? Und das ist aber nicht gefährlich, weil das durchschauen die Leute. Darauf wird nie wieder jemand reinfallen. Ne? So, dann schauen wir weiter. Also, Markus Krall, sein nächster Fehler ist, dass er Subventionen so verteufelt. Ja? Er will ja also den Leuten auch das Wahlrecht entziehen, wenn sie Subventionen annehmen. Oder die Leute haben, die kriegen die Wahlfreiheit, ganz korrekt gesagt. Dr. Markus Krall möchte den Leuten die Wahlfreiheit geben. Entweder du also verzichte auf Subventionen, dann hast du volles Wahlrecht, aktiv und passiv. Oder du willst Subventionen, ja, dann tut mir leid, dann ist das Wahlrecht futsch, ne, für die nächste Zeit. So, und aber was ist hier, schauen wir es uns an wissenschaftlich, was ist mit, wenn ein anderer Staat hier zum Beispiel, wenn wir keine Subventionen machen würden, also nehmen wir mal an hier, wir machen keine Subventionen, aber ein anderer Staat, andere Staaten betreiben aktives Preisdumping, zum Beispiel beim Stahl, verkaufen den Stahl unter Herstellungspreis, weit unter Herstellungspreis, zum Beispiel China könnte ja sowas tun, weit unter Herstellungspreis Stahl verkaufen, dann gehen die deutschen Firmen ohne Subventionen, gehen die dann kaputt, weil alle nur noch chinesischen Stahl kaufen. Und wenn dann alle Firmen in Deutschland kaputt sind, dann und die Deutschen den Stahl aus China beziehen müssen, dann schreiben die Chinesen den Preis hoch. Zum Beispiel. Und dagegen muss man mit natürlich auch mit Strafzöllen und so weiter, aber Strafzölle nützen ja nur innerhalb Deutschland etwas. Für den Weltmarkt sind die bedeutungslos, denn dann kaufen die anderen Staaten ja trotzdem noch weiter bei China. Es sei denn, die anderen machen auch alle Strafzölle. Aber das wird wahrscheinlich nicht geschehen, vermute ich mal. Denn nicht alle, nicht alle stellen selber Stahl her und so weiter. Also muss Deutschland die Stahlwerke subventionieren, wenn es nicht am Ende... Stellen wir uns vor, Situation eines Krieges und Deutschland hätte keine eigenen Stahlwerke mehr, nur weil wir die Subventionen verteufelt haben. Also so einfach ist es nicht. Ja, natürlich wäre es schön, wenn man auf Subventionen ganz verzichten könnte, aber es kann eben auch gute Gründe eventuell geben. Oder sieht das jemand anders, dass es gar keinen Grund geben kann, warum Subventionen jemals stattfinden können? Ja. Also sozusagen das Beispiel ist der Staat, der also sozusagen ganz ohne Subventionen auskommen würde, der würde eher kaputt gehen. Also würde Dr. Markus Krall redet also auch einer Zerstörung Deutschlands das Wort mit seiner Aversion gegen jegliche Form der Subvention. Ne? So, dann schauen wir mal weiter. Dann geht es bei ihm weiter. Das Waffentragen. Er will also ja, dass er erzählt ja so schön, dass es eben keinerlei Straftaten in einer Stadt in den USA gibt, wo jeder
seriöse, also gesunde und ehrliche Bürger sozusagen nur bewaffnet rausgehen darf, und da finden natürlich keine Straftaten statt. Aber was das kostet, was es kostet und was für ein Aufwand es ist, ständig Schießübungen zu machen, was dann auch vorgeschrieben wäre und so weiter, das ist doch einfach unnötiger Aufwand, ist doch alles gar nicht nötig, denn schauen wir es uns mal an, die Reform des Rechtssystems der zweiten Scientists for Future 2, ja? Die werden also so vorgehen, dass also zum Beispiel, nehmen wir es mal dazu, wo ist es? Zum Beispiel die Sicherheitsgefühl-Notenwahlstimme ergänzt die Wohlfühl-Notenwahlstimme. Dann hätten wir also doch nicht nur eine neue Wahlstimme, sondern noch eine Unterwahlstimme, 1b noch die Sicherheitsgefühl-Notenwahlstimme käme noch dazu, ja. Und dann, wenn wir das wollen, und dann ist es so, dass jeder Polizist, Staatsanwalt und Richter nur noch dann gut verdient und befördert wird und so weiter und Ausbilder anderer wird, wenn die in dem, da werden Zuständigkeiten hergestellt, und wenn dann ich zum Beispiel in einem Polizeibezirk wohne und ich also ein schlechtes Sicherheitsgefühl Noten abgebe, dann werden diese gesamte Mannschaft, die für mich zuständig ist, sozusagen, wird eher schlechtere Erfolge bekommen und schlechter bezahlt werden, keine Boni bekommen und so weiter, während die andere Art Polizei, aus die ganze andere Staffel aus Richtern und also auf jeden Fall werden da Zuständigkeiten hergestellt, dann wechseln die Bezirke auch und so weiter. Es wird Vergleichbarkeit, statistische Auswertbarkeit erzeugt und so weiter mit allen statistischen Tricks und allen Abwechslungen, und mal ist ein Richter für den Bezirk zuständig, dann mal für den Bezirk zuständig, sodass man dann genau feststellen kann, welcher Richter verbessert nicht nur meine Wohlfühlnote, sondern auch meine Sicherheitsgefühl Note sozusagen, und welcher verschlechtert sie. Und so wird unser Rechtssystem tausendfach effektiver, als es jetzt ist. Es wird nicht mehr Täterschutz vor Opferschutz praktizieren, sondern wird Opferschutz vor Täterschutz praktizieren. Und wir werden eine ganz andere Polizei bekommen. Täter werden praktisch nirgends mehr durchkommen sozusagen. Und wir werden sozusagen kaum noch Straftaten haben. Und dann haben wir auf der anderen Seite, ich bin ja schon hier, und da wir auf der anderen Seite ja dann wieder die Menschen wieder glücklich leben dürfen durch die Beendigung der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, durch die Beendigung des Raubtierkapitalismus sozusagen, durch den Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft in die neue Wirtschaftsordnung, in eine neue Gesellschaftsform, dann da werden dann sozusagen die Menschen wieder in liebevollen Kommunen leben, die Händler werden uns nicht mehr oder das Liebesleben zerstören, die Menschen werden wieder eingebunden sein in liebevolle Kommunen, und wer in einer eingebunden ist in einer liebevollen Kommune, der wird keine Straftaten mehr begehen. Und die Milliardärskönige, die ja dann auch eingebunden sind in die Kommunen, die werden ihren Reichtümer an ihre geliebten Frauen und Kinder ihrer Kommune verschenken und so weiter, und dann sind die Probleme gelöst, sind alle Probleme gelöst, auch das Problem der Kriminalität, denn die Kriminalität war ein Kunstprodukt, das erst durch die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall erst erzeugt wurde. Also Kriminalität ist etwas, das durch die freie soziale Marktwirtschaft erzeugt und gefördert wird. Ja? Unser jetziges Rechtssystem ist täterfreundlich, weil damit dann mehr Karriere zu machen ist, weil nämlich keine Sicherheitsgefühlnoten gemessen erhoben werden und deswegen auch die Leistung der Polizisten nicht gemessen werden kann. Und je schlechter die Polizisten arbeiten im jetzigen System, in der freien sozialen Marktwirtschaft, je schlechter die Polizisten arbeiten, desto größere Chancen haben sie, die Vorgesetzte
neuer Polizisten zu werden, denn die Bürger bewilligen nur dann neue Polizistenstellen, wenn so viel los ist und so viel Ärger ist und so viel Kriminalität stattfindet, dass sie sich nicht genügend geschützt fühlen. Also je ineffizienter die Polizei arbeitet, desto mehr Karrieremöglichkeiten eröffnen sich den Polizisten und das wird durch die Sicherheitsgefühlnote gestoppt. Also kriegen wir eine täterfeindliche Polizei und nicht eine täterfreundliche Polizei, wie wir sie jetzt haben. Ne? So, ja, das heißt also, wir brauchen den ganzen Quatsch mit dem Waffentragen nicht, denn wir werden wieder friedlich und wir werden wieder kriminalitätsfrei. Und ja, also das heißt, wir brauchen das alles nicht. Also was Dr. Krall vorschlägt, ist also naturwissenschaftlich gesehen grober Unfug. Ne? So. Und das, was er noch sagt, dass er, Dr. Markus Krall sagt dann noch, die Waffen sind nötig, um vor dem übergriffigen Staat zu schützen. Ja, aber den übergriffigen Staat gibt es nicht mehr. Denn nach der Wohlfühlnotenwahlstimme habe ich ja gezeigt, dass der Staat genauso wie die Wirtschaft ein Diener der Menschen ist. Denn kein Staat kann dann noch jemals gewählt werden, sozusagen, hat einfach keine Chance zu überleben im Wettbewerb zwischen den Parteien. Also keine Regierungskoalition wird jemals noch gewählt werden, wenn sie in irgendeiner Weise die Wohlfühlnoten und die Gesundheitsdaten der jeweiligen Bevölkerungsteile verschlechtert. Dann wird sie einfach nicht mehr gewählt. Also den übergriffigen Staat gibt es also dann auch nicht mehr. Also brauche ich auch da keine Waffen. Ne? So. Dann, damit habe ich die Evolution der Kriminalität geklärt und der Tyrannei. Übrigens, ach so, diese Revoluzzer und Tyrannen, gut, ich habe ja schon gesagt, das sind Verbrecher. Die sind ja auch nur entstanden, weil eben, wie gesagt, da sie aus der Liebe ihrer Kommune herausgefallen sind, haben sie sich abgespalten und sind dann eben auch Revoluzzer geworden und Kriminelle dieser Art geworden. Also das heißt, auch das wird es ja dann auch nicht mehr geben. Ja? So. Ja, dann machen wir uns nochmal klar, was wir vielleicht noch nicht so, manche noch nicht so klar sehen. Das ist also genau genommen, stehen wir naturwissenschaftlich vor der Entscheidung, entweder wir schaffen den Tauschhandel ab, den freien sozialen Markt völlig ab. Dann haben wir das Problem, dass wir die Vorteile durch Arbeitsteilung und die Vorteile durch den Tauschhandel nicht mehr nutzen können. Aber wir haben auch die Nachteile nicht mehr. Deswegen heißt es, entweder Handel abschaffen oder ihn lenken. Und die zweiten Scientists for Future 2 lenken mit der Wohlfühlnotenwahlstimme und der Sicherheitsgefühl Wahlstimme oder Notenwahlstimme, lenken sie den Handel und den Markt, anstatt, das ist kein freier soziale Marktwirtschaft mehr, sondern ein gelenktes System. Ja? Von mir aus auch ein ideal planwirtschaftliches System, weil wie gesagt, es gab ja noch nie eine echte Planwirtschaft. Es gab Stümpereien, ja, aber keine echte Planwirtschaft. Ja? So, jetzt lese ich mal weiter zügig. Auch alle Probleme der Politik verschwinden ganz von selbst, wie ich gezeigt habe. Lobbyismus hört auf, habe ich gezeigt. Und die Wohlfühlnotenwahlstimme und die Gesundheitsdaten der Kommune, des Landes und der BRD werden kontinuierlich veröffentlicht. Dadurch werden die regierenden Parteien interessiert an innovativen, kompetenten Reformerinnen und da das höhere Gehalt dann, das ist der einzig sinnvolle Vorschlag von Dr. Markus Krall, dann möglich ist, werden auch gute Manager in die Politik reingeholt und die werden dann auch wirklich gewollt erstmals. Ne? So, es gab noch keinen Sozialismus, das habe ich auch schon erklärt, es gab noch keinen Sozialismus, Kommunismus und es gab auch noch keine echte Planwirtschaft, höchstens eine Stümperei, die den Namen Planwirtschaft nicht verdient, schlechter Plan.
Es gab bisher eben nur Tyrannen, das habe ich auch schon gezeigt, es gab nur Tyrannen, Mörder, Diktatoren, die diese Worte missbraucht haben, die die Worte Sozialismus, Kommunismus und Planwirtschaft missbraucht haben, um die Massen hinter sich zu bekommen und in falschen Hoffnungen zu wiegen und um sie dann besser, umso besser abzocken zu können. Ja? Ja, die Frage ist halt, die sich jetzt stellt, ist Fridays for Future auch jetzt gerade auf diesem Irrweg? Sind die, lehnen die den Kohlestopp 2026, zweiten Scientists for Future 2 nur deswegen ab, obwohl sie die ganze Zeit schreien sie nach einem früheren Kohlestopp und jetzt kriegen sie den Kohlestopp 2026 angeboten und den 900 Milliarden Euro 7 Jahre Plan fürs Klima kriegen sie schon seit einem Dreivierteljahr angeboten und lehnen den ab, weil sie vielleicht auf dem Irrweg sind, dass sie gerne Tyrannen und Mörder und Raubmörder werden wollen. Ja, das kann sein. Also ich kann es nicht ausschließen. Erklärt es mir, was stimmt nicht mit Fridays for Future und Greta Thunberg? Ja, das ist das große Rätsel. Müssen wir demnächst mal ein extra Video machen. Ja, dann hat Krall natürlich vollkommen recht, dass wir das Bargeld behalten müssen. Ja, aber alles, was unproblematisch ist, sollten wir mit der Krankenversicherungseinkaufskarte bezahlen. Also wir entscheiden selber, was bezahlen wir in Zukunft mit der Krankenversicherungseinkaufskarte? Das, was der Staat wissen kann, auch es wird sowieso alles anonymisiert, es wird alles nur noch auf Zahlen gemacht, es wird sowieso nicht möglich sein, das mit meiner Person zu verbinden, aber sagen wir mal so, wenn jetzt jemand zu einer Prostituierten geht, dann will er garantiert nicht auf seiner Krankenversicherungseinkaufskarte drauf haben, auch wenn das noch so sehr anonymisiert ist, möchte er nicht, dass er auch nur die geringste Gefahr besteht, dass irgendjemand erfährt, dass er zu einer Prostituierten gegangen ist. Denn noch sind wir eine verklemmte Gesellschaft und in einer verklemmten Gesellschaft möchte man nicht, dass das andere erfahren, sozusagen. Ja? Also solche Dinge oder Kauf von Kondomen von mir aus, na, das würde ich dann macht man dann halt mit Bargeld und alles andere kauft man mit der Krankenversicherungseinkaufskarte. Ob ich nun eine Kohlrabi kaufe und die dann entweder mit Glyphosat verseucht ist oder nicht, ja, da will ich doch wissen, da will ich doch, dass das ausgewertet ist, ob mein Lebensmittelhändler mir nutzt oder nicht. Und da will ich doch, dass das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden so viel wie möglich Daten bekommt und so weiter. Ja? Also das heißt, also kein Problem, also alles Normale kaufen wir mit der Krankenversicherungseinkaufskarte, bezahlen das, damit die Daten ausgewertet werden können und dann mich schädigende Betriebe gestoppt werden können. Ja, und also wir behalten aber trotzdem das Bargeld bei. Ja, denn solange unsere Welt noch so krank ist, wie sie ist, wären uns manche Dinge peinlich und die können wir dann im Geheimen machen durch das Bargeld. Ne? So, weiter geht's mit. Ja, also ich habe es ja schon erklärt. Woher kommen die Tyrannen? Auch durch den Liebesverlust, den die freie soziale Marktwirtschaft erzeugt hat. Also Dr. Markus Krall würde also noch mehr Liebesverlust erzeugen, dadurch noch mehr Tyrannengefahr, noch mehr Verbrechergefahr und noch mehr Räuber und Diebe und Verbrechergefahr erzeugen. Also er ist auf dem völligen Holzwege. Jetzt kommt der Schlusssatz für heute. Richtige Freiheit ist also nur so möglich, nämlich durch die Abschaffung der freien sozialen Marktwirtschaft. Die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, die er uns richtig aufpressen will, die er uns verordnen will, die er uns überstülpen will, die er uns aufoktroyieren will, seine geliebte freie soziale Marktwirtschaft, die zerstört maximal Freiheit. Denn ich habe das ja erklärt,
Ja, also gibt es eine größere Freiheitszerstörung als die, dass zum Beispiel hier der Händler sagt, ja, lebt doch euer lustvolles Liebes- und Kommunenleben und er verkauft, wir werden nicht konsumsüchtig und kaufen nicht viel und der sagt, nein, euer Liebesleben ist schrecklich, das ist eklig, widerlich und unkeusch und so weiter, hört auf und kauft meine Kleidung und so weiter und so weiter und der verkauft dann auch viele Süßigkeiten, Schokolade, Alkohol und Zigaretten, weil die Leute ja dann den Liebesmangel irgendwie ausgleichen müssen durch Konsumsucht, ja, und so weiter. Also das heißt, die größte Freiheitseinschränkung liefert die freie soziale Marktwirtschaft. Also es gibt nichts Freiheitszerstörenderes als die freie soziale Marktwirtschaft. Hiermit habe ich also immer noch mal, ich werde noch viele Videos über Dr. Markus Krall machen, weil er so gefährlich ist, weil die Leute vielleicht die Gefahr seiner Ideologie unterschätzen könnten. Ja, also gegen die Links, auf die Linksextremen werden wir nicht mehr reinfallen, auf die Rechtsextremen wird niemand mehr reinfallen. Aber so jemand wie Dr. Markus Krall ist richtig gefährlich, weil sich viele Leute von ihm blenden lassen. Er hat zigtausende von Klicks im Internet. Also gegen diese Gefahr müssen wir noch viele Videos machen, ne? Ah ja, also ich hoffe, ihr hattet Spaß jetzt mit diesen vier Videos und tschüssi.